Es dauert etwa einen Monat, bis sich die gesamte Hautzelle erneuert hat. Wir verlieren alle 60 Sekunden etwa 30.000 abgestorbene Zellen und verlieren jedes Jahr etwa 4,5 Kilogramm Haut. Wenn deine Freunde dich also schuppig nennen, liegen sie nicht ganz falsch. Unsere Fingernägel wachsen viel schneller als Zehennägel. Letztere wachsen fast viermal langsamer, da sie seltener beschädigt werden als Fingernägel. Auch wenn wir oft darüber stolpern, hält ein plötzlicher Kreislaufausbruch meist nicht lange an. Eine Wimper hält nur 150 Tage. Der Weltrekord für Wimpern lag bei etwa 7,6 cm. Sie beherbergen auch winzige Milben. Wir blinzeln etwa 4.200.000 Mal im Jahr. Mindestens alle 8 Sekunden nutzt Kreislaufausbruch meist nicht lange an. Wenn wir niesen, strömt die Luft, die wir ausblasen, mit einer Geschwindigkeit von 100 Meilen pro Stunde aus. Er könnte schneller beschleunigen als ein brandneuer Ferrari. Außerdem kann man sich eine Rippe brechen, wenn man zu stark niest. Je nach Person produziert ein Mensch jeden Tag zwischen einem halben und einem ganzen Liter Speichel. Das ist genug Speichel, um mehrere Badewannen pro Jahr zu füllen. Keine Spucke. Speichel ist das perfekte Heilmittel. Wunden in unserem Mund heilen viel schneller als anderswo. Es hilft auch, Lebensmittel zu schmecken. Unsere Geschmacksknospen sind erst bereit, sie wahrzunehmen, wenn sie im Speichel aufgelöst werden. Es mag verrückt klingen, aber unsere Knochen sind stärker, als sie scheinen. Ein Kubikzoll menschlicher Knochen kann etwa 19.000 Pfund tragen und ist damit viermal stärker als Beton. Das Einzige, was unsere Blutgruppe unterscheidet, ist Zucker. Die Typen A, B und AB haben 5 Zuckerarten, während O nur 4 hat, was ihn perfekt für Spender macht. Der Mangel an zusätzlichem Zucker macht die O-Gruppe nicht weniger süß. Tatsächlich lockt sie Mücken noch stärker an als andere Blutgruppen. Menschen haben nur 8 Blutgruppen, während Kühe 800 und möglicherweise mehr haben. Normalerweise verlieren wir etwa 150 Haare pro Tag. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Haares beträgt 5 Jahre und sobald sich ein altes Haar von ihrer Kopfhaut verabschiedet, beginnt sofort ein neues zu wachsen. Ein menschliches Haar ist stärker als ein Kupferdraht mit demselben Durchmesser. Ein einzelnes Haar kann bis zu 100 Gramm Gewicht tragen und bei richtiger Anwendung kann ein ganzer Kopf bis zu 1.800–500 Pfund tragen. Unser Magen ist größer, als es den Anschein hat und hat bei Bedarf ein Fassungsvermögen von fast einem halben Pfund, während der Durchschnitt bei etwa 32 Unzen liegt. Die Nahrung ist innerhalb von 4–6 Stunden verdaut und es kann auch Metall auflösen. Daher kommt es auf die Kapazität an. Lippen sind viel empfindlicher als Finger und verfügen über rund 1 Million Nervenenden. Sie sind es 100-mal so empfindlich wie die Fingerspitzen. Rillen und Furchen machen unseren Lippenabdruck genauso einzigartig wie Fingerabdrücke. Sie bleiben auch ein Leben lang unverändert. Der Zungenabdruck ist übrigens auch einzigartig. Wann werden wir also einen Zungenabdruckleser sehen? Unser Bauchnabel beherbergt einen ganzen Zoo mit etwa 70 verschiedenen Bakterien. Einige von ihnen kommen auch im Boden Japans vor und sogar mehrere Arten von Bakterien, die typisch für polare Eiskappen sind. Unser Körper strahlt tatsächlich. Mit bloßem Auge können wir das jedoch nicht erkennen, da das Licht, das wir aussenden, 1000-mal weniger intensiv ist als die minimale Intensität, die wir wahrnehmen können. Laut Mark Twain sind Menschen die einzigen Lebewesen auf der Erde, die tatsächlich erröten können oder müssen. Das Erröten wird durch einen Adrenalinstoß hervorgerufen. Carmin, das in Rouge und Lippenstiften verwendet wird, ist ein roter Farbstoff, der aus gemahlenen Käfern hergestellt wird. Pfui! Ihre Ohren wachsen ein Leben lang weiter. Sie schwitzen auch und Ohrenschmalz ist tatsächlich die Art von Schweiß, die sie produzieren. Übrigens, auch die Nase hört nie auf zu wachsen. Das Herz ist der einzige Muskel, der niemals müde wird. Die Aorta ist riesig. Ihr Durchmesser ist fast so groß wie ein Schlauch in ihrem Garten. Wir stoßen jeden Tag etwa 1648 Unzen Gase aus, was ausreicht, um einen kleinen Ballon zu füllen. Okay, hier können Sie den passenden Soundeffekt einfügen. Gute Arbeit. Fett hilft unserem Körper, Vitamine aufzunehmen. Vitamine wie A, D, K und E können nur dann richtig aufgenommen werden, wenn sie in Fett gelöst sind. Unser Körper hat genug Fett, um 7 Stück Seife zu produzieren. Mitesser aus Talg sind nicht schwarz, weil sie schmutzig sind. Sie werden dunkel, weil die Trümmer oxidiert sind. Einige Teile ihres Gehirns können ihre eigenen Neuronen und Proteine auffressen, wenn sie nicht für ausreichend Schlaf sorgen. Das kann zum Beispiel der Hypothalamus tun, der für ihren Schlaf, ihren Hunger und ihre Körpertemperatur verantwortlich ist.
Sie können nicht gleichzeitig einatmen und schlucken. Ich weiß, dass du es gerade versucht hast. Der sogenannte Pharynx dient beim Einatmen als Luftdurchgang oder beim Schlucken als Nahrungsdurchgang. Wenn wir wach sind, produziert unser Gehirn möglicherweise genug Energie, um eine Glühbirne einzuschalten. Es erzeugt etwa 10 Watt Leistung. Sie tragen genug Bakterien in ihrem Körper, um eine Dose zu füllen. Bakterien machen etwa 3 bis 5 Pfund ihres Gewichts aus, was 2% unseres Gesamtgewichts entspricht. Dennoch handelt es sich bei den meisten davon um Abfälle, die unser Körper hat. Als normale Körpertemperatur wird ein Bereich von 36,1 Grad Celsius, 97, 99 Grad Fahrenheit angenommen. Das höchste jemals gemessene Fieber lag bei kritischen 115 Grad Fahrenheit, 46 Grad Celsius. Oh, und diese Person hat überlebt. Der kleine Finger ist zwar der kleinste, aber auch der stärkste. Es hat 50% aller Centlänge deiner Hand. Ein Mensch hat etwa 20.000, 25.000 Gene. Dennoch haben Cornflakes mehr Gene als wir. Glücklicherweise geht es dieses Mal um Raffinesse und nicht um die Qualität. Cornflakes 1, Menschen 0. Das Eisen, über das unser Körper verfügt, reicht aus, um 3 Nägel zu produzieren, von denen jeder 2,15 Meter lang ist. Der Kohlenstoff, den wir haben, kann für 900 Bleistifte verwendet werden. Ihre Leber verfügt über die Superkraft, entfernte Teile nachwachsen zu lassen. Es kann sich bereits aus einem Viertel seiner selbst auf die ursprüngliche Größe regenerieren. Die bisher coolste Kamera hat 400 Megapixel. Ein menschliches Auge hat 576. Deshalb sind die Sonnenuntergänge im echten Leben so viel besser als auf den Fotos. Eine Achterbahn schleudert ihre Organe tatsächlich durch die Gegend. Wenn Sie das Gefühl haben, dass sich Ihr Magen umdreht, könnte das tatsächlich der Fall sein. Wenn Sie husten, stoßen Sie die Luft mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h aus. Rüben können ein großartiges Mittel gegen Husten sein. Schneiden Sie sie einfach in Scheiben und geben Sie etwas Honig darüber. 3-mal täglich ein Esslöffel reicht aus. Unsere Haut ist das größte Organ, das wir haben. Es ist auch eines der schwersten Organe und wiegt bis zu 9 Pfund. Schluck auf ist ein zweistufiger Prozess. Zuerst atmet man aufgrund eines Muskelkrampfes viel Luft ein und dann, zack. Die Atemwege sind verschlossen, die Luft blockiert und das berühmte Geräusch dringt nach draußen. Wir riechen nicht, wenn wir schlafen. Deshalb ist es nachts fast unmöglich, ein Gasleck zu bemerken. Beim Schlafen können wir uns nur auf den Klang verlassen. Naja, eigentlich können wir im Schlaf riechen, aber normalerweise kann eine gute Dusche das beseitigen. Von allen Sinnen, die wir haben, ist der Geruchssinn der schärfste. Nach einem Jahr erinnern wir uns an 65% der Gerüche, aber nur an 50% der Dinge, die wir in den letzten 3 Wochen gesehen haben. Außerdem bekommen wir alle 28 Tage eine neue Nase, da die Nasenzellen alle 4 Wochen erneuert werden. Auch beim Geschmack verlassen wir uns hauptsächlich auf unseren Geruch, der uns dabei hilft, bis zu 95% des Geschmacks wahrzunehmen. Ohne den Geruchssinn wäre es schwer, einen Apfel von einer Rübe zu unterscheiden. Während ein Blumenstrauß für Sie wohlriechend sein mag, gibt es Menschen, die unter Kakosmie leiden. Sie scheinen immer etwas Unangenehmes zu riechen, auch wenn nichts dergleichen in der Nähe ist. Wir brauchen Ohren nicht nur zum Hören, sondern auch zum Gleichgewicht. Unser Vestibularsystem nimmt das Innenohr ein. Die Kanäle in Ihrem Innenohr enthalten Flüssigkeit und winzige haarähnliche Sensoren, die Ihnen helfen, das Gleichgewicht zu halten. Wenn Sie auf einem Foto rote Augen haben, liegt die Schuld am reflektierten Licht. Der Blitz springt von den Blutgefäßen im hinteren Teil Ihrer Augen ab und erzeugt diesen Effekt. Alle Knochen Ihres Körpers sind miteinander verbunden, mit Ausnahme des Zungenbeins. Dieser Knochen dient als Stütze für Ihre Zunge und ist einer der Knochen, die am seltensten brechen.